Vergangenes Jahr ging's für Andreas Rambo-Ruppin entlang der Staatsgrenze rund um Österreich. 2024 heißt das Projekt Rambo Runs the Donau. Diesmal wird aber nicht nur gelaufen, heuer wird auch in die Pedale getreten. Rambo ist aufs Rad gekommen. Im Endeffekt ist es so, dass ich voriges Jahr 3 Monate PKW-los war und habe immer im Endeffekt nach Buck und Kapfenberg müssen, quasi zu meinen Helden. Und habe so angefangen mit dem Fahrrad, mit einem alten Rennrad quasi aus meiner Radlwerkstatt, außer nach Bruck und Kapfwerk zum Radeln. Und habe dann gemerkt, da kommt immer mehr und mehr wieder die Lust auf für das Radlfahren. Und so startet Rambo mit dem Rad in die erste Etappe seines neuen Abenteuers. Am 28. April, am Sonntag um 9 Uhr, starte ich von Trofeiach weg, vom Hauptplatz. Und 3 Tage werde ich ausradeln. Das nehme ich jetzt einmal simpel her als Aufwärmphase. Natürlich ist es jetzt nicht richtig, die Aufwärmphase, wenn du jeden Tag ca. 200 Kilometer fahren musst. Aber am 1. Mai möchte ich dann draußen offiziell in Donaueschingen quasi entlang der Donau dann losstarten. Losstarten heißt, es geht laufend vom Ursprung der Donau bis zur Mündung ins Schwarze Meer. Länder laut Wikipedia würde ich 10 durchlaufen. Ich habe mir das aber ein bisschen angeschaut und es wäre grundsätzlich auch die Ukraine zum Beispiel wäre dabei. Das ist der letzte Ausschweifer. Da möchte ich jetzt nicht mehr einrennen, also das habe ich wirklich nicht vor. Insgesamt habe ich circa zwischen 5,4 und 5,5 am Kilometer, sei es mit Fahrrad insgesamt. Lauftechnisch sind es circa zwischen 3,2 und 3,4 ungefähr. So ein großes Projekt sollte also akribisch geplant sein, oder? Also ich bin halt, wie heute immer, schon ein schwerer Abenteurer und im Endeffekt, ich tue da nicht richtig viel was vorausplanen. Ich habe mir die Strecke zwar von der Donau abzeichnet, aber kann ich nicht 100% sagen, ob das dann irgendwie so dann meiner Aufzeichnung entspricht. Der Vorteil eines Abenteurers ist, er kennt keine Angst. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir einen Pfeifferspray bestellt. Der ist gestern auch gekommen. Ich packe mich da rein. Ich werde den einstecken und im Falle des Falles zücke ich den. Und mögen sich die Gefahren in Grenzen halten und Rambo wieder gut nach Hause kommen.